So Leute, willkommen zurück zum Let's Play Chrono Trigger mit dem Cloud von Delivery LP. In der letzten Folge haben wir endlich Cloud wieder bekommen. Yes! Ich freue mich sehr. Und in dieser Folge werden wir mal das abklappern, was uns der alte Herr gesagt hat. Aber vorher werden wir das Team noch ein bisschen umstrukturieren, denn Cloud geht wieder nach vorne natürlich. Und ich möchte einmal gucken, ob der irgendwas Neues jetzt irgendwie dadurch gelernt hat. Nee, nichts Neues. Okay. Aber der hat auch schon recht viele LP, sehe ich gerade. Noch 50 hat er auch Maximum. So, dann gucke ich mal, ob wir denen irgendeine neue Waffe geben können. Die Vedaklinge. Machen wir direkt mal. So. Die hat schon die beste Waffe, die wir ihr geben können. Luca auch. Na gut, dann reden wir nochmal mit ihm. Aha, ihr wart also erfolgreich. Nein, dank mir nicht. Ich habe ja nichts dazu beigetragen. Nur einen Anhaltspunkt gegeben. Aber ihr könnt mich gerne in euer Team aufnehmen. Übrigens, die Flügel der Zeit suchen hier nach euch. Das Schiff scheint Herz und Verstand zu besitzen. Ihr wollt Laos bekämpfen, korrekt? Viele Pfade stehen euch offen. Nehmt den Eimer oder steuert die Flügel der Zeit zum Tag des Lavas. Oder besucht das Düsteromen, das über euren Welt, über eurer Welt am Himmel schwebt. Mit Lavas ist mit ihm verbunden. Es liegt an euch zu entscheiden, wann und wo ihr Lavas bekämpft. Aber ihr seid die Einzigen, die gegen ihn eine Chance haben. Allerdings seid ihr nicht allein. Ich habe eine ungefähre Ahnung der Dinge, Menschen und Orte, die euch Kraft geben. In der mittleren Ära wirft die Entschlossenheit einer Frau den Wald zum Leben. In der mittleren Ära? Okay. Den Rest überspringen wir mal. Dann gucken wir erstmal, was die mittlere Ära sein soll. Boah, der labert und labert. Wir haben noch einiges zu tun, seht ihr? Dann gucken wir mal. Ja, wir wollen zur Epoch. Volle Kraft raus. So, zum sein Ende wollen wir natürlich nicht. Was haben wir hier? 2300 AD. Die Apokalypse ist der Tag des Lavas. Gegenwart. Ach, das ist ja sogar. Was steht da drin? Mittlere Ära. Na dann, mittlere Ära. So, und schauen wir mal. Wald. Hier unten war ein Wald, aber das, da war doch Frog. Das ist doch Frog City, oder? Wir schauen uns das mal an. Eine Kleinigkeit fällt mir gerade auch noch ein. Aber das können wir uns später mal geben, sag ich mal. So, weil es so schön war und Cloud endlich wieder dabei ist, leuchten wir erstmal eine Runde. Noch von der 4. Auch nicht schlecht. Doppeltech oder Trippeltech. Ja, schön. Schön, dass ich jetzt gelesen habe, was genau das war. So, ich denke mal nicht, dass wir hier hin müssen eigentlich. Was hätte sein können? Okay, dann ist in dem Wald, glaube ich, nichts. Ich versuche den Wald zum Leben zu erwecken. Haben wir noch irgendwas Waldmäßiges? Hier ist noch ziemlich bewaldet. Dann landen wir mal hier. Guardia-Wald. Auf welchen ich glaube, dass die den Wald meint. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann können wir theoretisch. Ah, was ist denn da?
Gegner. Da 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 da. Die jetzt ziemlich gleich kaputt gehen inzwischen. Das waren so, glaube ich, mit die ersten Gegner. Ich habe gesehen, die bringen 10 Erfahrungspunkte. Hä? Kraftpille. Ah. Na, sieht man wohl. Und hier war auch noch was, oder? Ne, das war dann wirklich nur eine Falle anscheinend. War es nicht hier? Dann war das woanders, was ich meine. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier irgendwo im Guardia-Wald war. Eigentlich. Hier rechts war das, oder? Eine Hasspille. Hm, damit könnten wir jetzt die Cloud noch schneller machen. Ja gut, dann können wir die jetzt auch einsammeln. Dann müssen wir uns danach auch ein bisschen umsehen. Anscheinend. An den Schlossguardia, ja, wollte ich eigentlich nicht. Gibt es sonst noch irgendeinen Wald? Ich weiß es nicht. Ich fliege nochmal eine Runde umher. Wie weit können wir nicht rausfliegen? Was ist das? Das ist Dreck, aber auch noch kann ich hier landen. Das sieht man jetzt mir, wie groß diese Welt einfach ist. Hier haben wir Medina. Oder ist es Medina? Ich weiß es nicht. Ich will mir doch mal eben anschauen. Nordruinen. Ganz ehrlich, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das müssen wir uns alles noch genauer ansehen. Weil jetzt möchte ich erstmal mit der Quest weiterkommen, ehrlich gesagt. Wo ist denn der Ausgang gewesen? Ach, hier. Hier ein Brunnen, ein Laden. Nur herein. Oh ja, wir können viel einkaufen. Und es gibt Ether mit, die kostet 2000. Okay, wir kaufen erstmal ein paar Unterkünfte. Weil die benutze ich doch recht gerne. Damit kommen wir aus. Belebungen haben wir noch 43. Ich glaube aber, die brauchen wir auch nicht unbedingt. So, Ethamid, die brauchen wir massig. Aber wir haben ja. Ja, komm, mach mal so. Dann haben wir zwar jetzt kaum noch Kohle. Aber theoretisch können wir auch ein paar Sachen verkaufen. Andererseits. Die Rundklinge, die mir gefehlt. Sternschwert, das ist. Machen wir ein andermal. Ich will jetzt erst weiterkommen. Und Geld brauchen wir jetzt gerade nicht unbedingt. Ist nur die. Was haben wir hier schönes? Ist doch so eine Art kleiner Wald, oder? Okay, es scheint nur so eine Insel zu sein. Dass ich das alles jetzt erst entdecke. Das wollen wir uns jetzt, glaube ich, nicht mal geben hier. Das hier müsste wieder. Ja, hier ist Guardia. Oder? Doch, das müsste sein. Klar. Okay, was sieht nach Wald aus? Da waren wir gerade. Was ist hier? Gar nichts. Was hat es denn hier mit dem auf sich? Fionas Villa.
Viele Bäume wurden im Krieg gegen Margos Armee zerstört. Ich versuche, den Wald durch frische Bäume zu erhalten, aber sie gehen alle ein. Das ist die gute Dame, die wir, der wir helfen müssen. Der Berg, was ist bei hier nochmal? Anscheinend auch nichts. Ich bin ein bisschen überfragt, also ich glaube, ich werde erstmal in eine andere Zeit reisen. Ich glaube... Guck mal, nee, falsche Taste. Hier. Wir haben noch die dunkle Ära. Und die Prähistorie. Also. Wir könnten und. Ich glaube, ich gucke mir mal die dunkle Ära an, oder? Weil. Da war, glaube ich, nicht so viel. Was man tun könnte. Hier denn überhaupt noch irgendwas? Das sieht ja alles so. Ah ja, Lavos. Was haben wir hier? Eine Höhle. Und ein Zeittor. Dorf, Gemeinde, letztes Dorf. Hey nu, einkaufen? Ja, wir gucken mal, was der so hat. Der Bewaffnung. Und Rüstungen. Also der ewig Panzer und der ewig Helm, die wären für einige von uns Leuten nicht schlecht eigentlich. Ich bin jetzt zu voll, Sachen zu verkaufen, ehrlich gesagt. Der Guru der Zeit gab mir diesen jungen Baum. Was mache ich damit? Pflanzen mit Hoffnung. Also gut, ich kümmere mich darum. Wer weiß, vielleicht wird er eines Tages unsere Umwelt retten. Man sollte den verbrennen. Mann, vielleicht der. Was ist geschehen? Ich weiß absolut nicht, was zu tun ist. Ist hier denn sonst noch irgendwas anderes? Ich frage mich gerade, ob das... Hier fällt ich jetzt die ganze Zeit nach unten. Komme ich überhaupt irgendwie wieder zurück da hinterher? Ja, offenbar. Ja gut, mit Epoch komme ich auf jeden Fall wieder zu anderen Zeiten. Das ist ja nicht das Problem. Was mache ich jetzt? Das sind 600 AD, würde ich schon gerne lösen, den Wald. Was war hier noch gleich? Das Nordkap. Das war auch der Ort, wo wir gegen Margos gekämpft haben, oder? Ja. Aber ich will bis auch nicht schaffen, dass diese Folge so eine absolute Nullrunde wird. Wobei vielleicht reicht es ja auch schon, dass wir der Frau gesagt haben, die soll den Baum pflanzen. Was war hier? Sonnendom.
Anscheinend war hier mal irgendwas, aber was? Keine Ahnung, weiß nicht mehr. Das Eis ist so lange her. Ich guck mal, ob das vielleicht schon gereicht hat. Dass wir ihr gesagt haben, sie soll den Baum pflanzen. So, fliegen wir zur Wüste, weil da ist ja die Fiona. Hä? Wo war das jetzt? Nicht hier. Da hat sich was geändert. Ich gehe vorher mal zu Fiona. Wer ist der Typ? Mein Mann Marco ist endlich nach Hause gekommen. Ich bin so erleichtert. Keine Sorge, ich bin für immer zu Hause. Ja, anscheinend hast du schon was getan. Die Monster in der Wüstenöde hassen Wasser, aber ich kann sie nicht alleine besiegen. Die Wüstenöde, war das das komische Ding, was wir da gesehen haben? Möglicherweise war es das. Wir schauen uns das an. Sinkwüste. Lapis. Also die können Wasser nicht haben anscheinend. Ist natürlich praktisch, dass wir genau jetzt Frog nicht dabei haben, weil er ist der Einzige, der Wasser abzaubern kann. Das müssten wir eigentlich tauschen. Aber... Eis ist doch quasi auch Wasser. Bloß halt in fester Form. Ich versuche es mal damit. Luca reicht eine Stufe, cool. Zuschauer, dass die jetzt, Oh Gott, was geht denn hier ab? Mojave und Hexabeer, ne? Oh Mann. Das könnte was geben hier. Ich will doch mal eben Frog holen. Okay, immerhin die sind wir schon mal los. Dann kommen wir zum Eis und nochmal ein normaler Angriff von Luca. Wir nehmen Frog mit. Aber ich glaube, mit Wasser könnte es doch einfacher sein. Wenn ich denn wieder hier rauskomme. Ach ja, komm ich, gut. So, dann reisen wir erstmal ans Zeitenende und holen Frog ab. Raussteigen. Ob wir einfach da hochfliegen. Das sehen wir jetzt alles zum ersten Mal, das ist irgendwie so komisch. So. Zieh dich an, Damen zur Linken wie zur Rechten. Der wandernde Geist des Kriegers. Kann es sein? Hä? Nochmal. Das ist die Ruine, die wir gerade hatten. Okay, jetzt will ich aber erstmal Frog mitnehmen. Für... Luca, du warst nicht lange dabei, aber es war mal eine Ehre. Nächstes Mal kommst du wieder mit. In Epoch einsteigen. Volle Kraft raus. So, wieder zum mittleren Ära 600 AD. Und volle Kraft raus. Miau. So, da sind wir. Da haben wir die Wüste. Wie werden die landen? Und, wir gucken mal, ob wir für Frog irgendwelche Ausrüstung haben, die wir ihm geben können. Ach, wir haben ja letztes das Mutschwert gegeben, stimmt ja. Den Zeithut, den kriegt er noch. Die Funkelrüstung. Und...
Ahnung. Was ist er jetzt? Ein Hastgurt. Ich glaube, der Hastgurt ist eigentlich schon nicht schlecht. Apropos Hast, wir haben noch die Hastpille und die Kraftpille. Die können wir mal verteilen eben. Wenn ich die dann finde. Hä? Objekte. Das müsste doch in dem Menü sein, oder nicht? Ein anderes Menü gab es ja auch nicht. Superfalle, Torschlüssel, Lapis. Oder ich bin einfach blind. Na da, Kraftpille. Die geben wir selbstverständlich Cloud, weil Cloud muss. Und die kriegt, die kriegt mal Frog, damit sie ja gleich schnell sein Wasser spammen kann. So, und dann geht's in die Sinkwüste. Achso, ich muss jetzt ja wieder hier runter, stimmt ja. So, da sind wir wieder unten. Diesmal mit Wasserkraft. So, dann schauen wir mal, was das Wasser hier bringt. Ich hoffe, es bringt viel. Ich muss ganz ehrlich sagen. Und jetzt ist die Frage, kann die überhaupt jetzt schon, der kann... Und mit vielen Schwertern, hm. Der kann wirklich nur Wasser. Ach Gott, das kann ja was geben. Ich hoffe, dass das viel Schaden anrichtet. Frog, mein Freund, muss noch viel lernen. Okay, es bringt uns eigentlich gar nichts, dass wir Frog mitgenommen haben jetzt. Sandzyklon. Das bringt uns jetzt echt gar nichts, weil der einfach keinen 50 Wasserzauber kann, der stark angreift. Ihr habt es ja gesehen. Hm. Mal die rechte nächste Stufe. Triple Tech Bogenimpuls. Dann hoffe ich mal, dass Frog jetzt schnell was Vernünftiges lernt. Okay, jetzt sind da wieder die. Der versucht es einfach nochmal mit Wasser. Aber die machen alle nicht viel Schaden gegen die. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee war, Frockets extra abzuholen. Ehrlich nicht, ich weiß es nicht. Autsch. War aber nicht nett. Ich weiß ja nicht, ob wir davon so begeistert sein sollen. Also ganz ehrlich, ich weiß wirklich nicht. Einmal läuft er so mega schnell. Äthervoll. Ja, apropos Äther, das ist ein gutes Stichwort. Wir ballern jetzt erstmal die hier weg. Einmal alles voll machen. Und dann kann Mali auch direkt einmal Kraft auf Cloud, auf sich selbst und einmal auf Frog. Oh, ist der, wir hätten Frog echt mehr mitnehmen sollen eigentlich. Aber sowas braucht man immer erst im Nachhinein, leider. Und das brauche ich jetzt gerade wirklich, weil ich glaube, ein Wasserzauber wäre hier wirklich von Nutzen. Also ein vernünftiger Wasserzauber. Und nicht der. Weil Frog, der bringt uns ja jetzt gerade wirklich nicht viel hier. Also ich hoffe, ich komme mit Mali und Cloud hier gut aus. Und ich hoffe, dass Frog schnell Wasser 2 lernt. Oder dass er zumindest schnell ein bisschen nachlevelt.
Elixier. Schon wieder? Ach, nur noch wieder die. Die sind ätzend. Aber die sind schnell kaputt, das ist das Gute. So, und jetzt mache ich mal einfach nur Gewitter 2. Weil das ausreicht. Denke ich mal. Na, wobei. Ach, komm schon. Dann doch Eis 2 nochmal. Fuck, erreicht die nächste Stufe. Gut, er levelt wirklich immerhin relativ schnell. Ach Gott, wieso? So, da können wir wieder eine Runde leuchten, einmal angreifen. Ach ja, über Frog mal mehr mitgenommen. Oder hätte ich mal. Dann hätte er jetzt vielleicht schon Wasser 2 drauf und dann wäre es hier vielleicht ein bisschen einfach alles. Naja, selbst schuld, muss ich dazu sagen. Wir hätten Frog die ganze Zeit mitnehmen können. Also seit wir ihn im Team haben. Na, mach die Kiste auf. Ewigpanzer. So, hier geht's anscheinend weiter.